Bügel, der IT-Partner des Halleschen FC. Wir automatisieren Unternehmensprozesse, schaffen mehr Agilität, verbinden Menschen. Wir entwickeln Zukunft. Dann herzlich willkommen, liebe Kollegen. Ich begrüße euch zur Pressekonferenz vor dem ersten Heimspiel der Saison des Halleschen FC am Samstag 14 Uhr gegen den SC Fortuna Köln. Trainer Thorsten Ziegner hat Platz genommen. Wir haben jetzt gar nichts abgesprochen. Möchtest du ein Eingangsstatement machen oder wollen wir gleich zu den Fragen übergehen? Das handhaben wir jetzt, wie ihr das möchtet. Ja, fragt einfach. Ich würde mal loslegen. Oh ja, gerne. Vielleicht ergibt sich da das eine oder andere so ein Stück weit. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ja, das erste Heimspiel steht vor der Brust. Das ist sicherlich eine ganz spezielle Situation für uns als neue Mannschaft. Ja, sowohl was das Team an sich betrifft, als auch was uns das Trainerteam anbetrifft. Ja, das erste Mal im Pflichtspiel vor eigener Kulisse. Wir wünschen uns natürlich und hoffen, dass zahlreich die Zuschauer kommen. Ja, dass genau dieses Thema, was wir am Anfang der Vorbereitung besprochen haben, dass wir es schaffen müssen, eben zu Hause eine Wucht zu entwickeln. Ja, eine Wucht von Zuschauerrängen, aber vor allen Dingen eine Wucht von uns als Mannschaft, um eben die Leute, die dann ins Stadion kommen, eben auch so ein Stück weit mitzuziehen, mitzunehmen und ihnen das Gefühl zu geben, dass es sich lohnt, ins Stadion zu kommen. Und das ist so ein bisschen das, wo ich drauf hoffe, ja, dass viele Leute kommen. Ich denke, das Wetter wird dementsprechend werden, dass es sich auch lohnt, ins Stadion zu kommen. Es werden wenige Leute frieren. Ja, und dementsprechend wünsche ich mir, dass das Stadion voll wird und wir dann das auf den Platz bringen, was wir eben zu leisten in der Lage sind und was wir auch unter der Woche immer wieder beweisen. Gut, soweit das Eingangsstatement. Jetzt können die Fragen gestellt werden. Thorsten Rössler ist nicht da. Wir müssen die Rollenverteilung ändern. Ein anderer muss den Auftakt machen. Wir sind gespannt. Herr Karpe, selbstverständlich, prädestiniert. Nee, sonst immer nur nach dem Spielen, also nicht vor dem Spielen. Okay. Ja, neue Saison, Timer. Neues Glück, wir versuchen es. Ja, weil Rössler nicht da ist, weil er sich drückt hier, die ganze Sache. Nee, nach der ganzen, am Wochenende, Zwickau und so weiter und so fort. Was sind die Erkenntnisse im Nachgang, so mit ein paar Tagen Abstand, auf dieses Spiel in Zwickau, wo man gesagt hat, hinterher, 0-2 ist wirklich nicht toll. Was hat man so im Nachgang, was wurde im Training vielleicht sogar verändert in diesen Tagen? Worauf wurde besonders Wert gelegt? Was habt ihr so getrieben? Ja, das, was immer so üblich ist. Also ich glaube, dass der Grundsatz dieses Spiels oder die Erkenntnis aus diesem Spiel einmal mehr war, dass jeder kleine Fehler in der Liga bestraft wird. Ja, dass alle Mannschaften eben in der Lage sind, Fehler sofort auszunutzen, dass man eben keine Geschenke bekommt und dass man genau darauf hinarbeiten sollte, dass die Mannschaft, die weniger Fehler macht, eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, eben das Spiel zu gewinnen. Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass nach einer Niederlage der Ton unter der Woche sicherlich jetzt nicht der entspannteste ist. Ja, es ist dann schon so, dass man versucht, die Spannung schnell wieder hochzuhalten, dass man es schafft, die Kurve zum Positiven zu kriegen, ja, mit Auswertung des alten Spieles, dann irgendwann einen Haken dran zu kriegen und wieder nach vorne zu schauen. Und das haben die Jungs spätestens seit gestern getan. Das muss man auch so deutlich sagen. Das war sehr ordentlich, was die Jungs da angeboten haben. Und jetzt gilt es eben, sich perfekt möglich auf Fortuna vorzubereiten. Eine Mannschaft, die, und das sollte man wissen, trotz der 1-4 Niederlage zu einer der besseren, fußballerisch besseren Mannschaften der Liga gehört. Ja, und dass dieses Ergebnis sicher auch kein Parameter ist, dass sie hinter uns stehen, dass sie auch schlecht gestartet sind, dass wir die in irgendeiner Form auch unterschätzen dürfen. Ja, sondern wir müssen eine bestmögliche Leistung anbieten an diesem Tag, um eben eine Chance haben, Punkte zu holen. Und da ist es eben wichtig, unter der Woche und das auch nochmal so inhaltlich auf Ihre Frage zurückzukommen, dass wir im Fokus behalten, auf unseren Aufgaben Dinge zu erledigen. Und auch jetzt am Samstag wird es, glaube ich, nicht entscheidend sein, wie gut Fortuna ist. Wir erwarten sie gut, ja, das muss man sagen, sondern es wird darauf ankommen, wie wir es tun. Ja, also wir entscheiden darüber, wie das Spiel ausgeht. Und dafür sind wenig Fehler notwendig und es ist eine extrem hohe Bereitschaft, Aufgaben zu erledigen, notwendig. Noch so ein bisschen taktisches Geplänkel vorneweg, Dreierkette, Viererkette, gibt es da neue Überlegungen, vielleicht Positionen im Mittelfeld, Arkenberg nach hinten, Bohl wieder rein oder sonst irgendwelche Sachen, gibt es da so ein paar Überlegungen, die man auch schon sagen könnte?
Es gibt Überlegungen, ja, das ist der erste Punkt. Wir werden zur Elft starten, das ist der zweite Punkt. Und alles andere werden die Jungs als erstes erfahren. Ja, wir probieren auch diese Woche, ja, auch das ist ein ganz klarer Fakt, wenn man ein Spiel überzeugend gewinnt, gibt es häufig keine großen Gründe, die Mannschaft zu wechseln oder Personalien zu wechseln. Ja, wenn man das Spiel verliert, ist dort alles wieder offen, ja, für jeden Einzelnen. Und das haben wir auch diese Woche genauso getan, dass wir immer mal verschiedene Jungs auf verschiedenen Positionen im verschiedenen System probiert haben. Und die Jungs werden es als erstes erfahren. Zum einen, was wir für ein System spielen und zum anderen, wer es dann genau sein wird. Ja, und bitte da auch um Verständnis, dass das so eine Regel von uns ist oder von mir ist, dass immer zuerst die Jungs erfahren, was Sache ist und dann alle anderen. Und noch eine Frage von mir, die sich so ein bisschen dran anschließt. Toni Lindenhahn, er hat ja auch in der Vorbereitung mehrere Positionen gespielt, in Zwickau ist er eingewechselt worden. Welche Rolle nimmt er überhaupt in diesem Team ein, als gestandener Hallenser? Wie präsentiert er sich? Und ist er nicht einer, so mit dem man so vom Heimpublikum ins Feld schicken kann, weil er vorangeht, Publikumsliebling, Rückenstärke? Ist das nicht so einer, den man unbedingt braucht für so ein Spiel, um andere auch mitzureißen und die Ränge mitzureißen? Doch, das ist er. Ja, und genau diese Rolle füllt er auch aus. Also ich habe Toni jetzt in diesen 6 Wochen als sensationellen Typen innerhalb der Mannschaft kennengelernt. Ja, wie er sich verhält, wie er im Training vorneweg marschiert, wie er die Jungs mitreißt. Ja, und dort meine ich das nicht ausschließlich als Integrationsbeauftragter, ja, der sich hier in Halle gut auskennt, sondern tatsächlich als Teamplayer. Ja, und genauso hat er es jetzt in Zwickau akzeptiert, eben nicht von Beginn an zu starten, aus taktischen Gründen, das muss man auch ganz deutlich sagen. Und auch da ist das Thema für dieses Wochenende, dass da eine gute Chance besteht, dass er eben auch von Anfang an spielt. Ja, und wir haben jetzt noch 2 Tage zum Trainieren, ja, sowohl heute Nachmittag als auch morgen Nachmittag. Und danach werden wir die Entscheidung treffen. Aber nochmal, Toni ist auch aufgrund seiner Stellung innerhalb der Mannschaft, seines Standings, er ist im Mannschaftsrat, er füllt diese Position, unabhängig jetzt von der Trainingsleistung, 100% gut aus, sich dort um die Mannschaft, in der Mannschaft zu kümmern. Und deswegen bin ich auch froh, dass er bei uns ist und dass er uns, egal in welcher Funktion, ja, ob von Anfang an als Einwechsler oder maximal oder 90 Minuten auf der Bank, dass er uns dort immer helfen wird und dort seine Rolle perfekt möglich ausfüllt. Vermutlich ist der Kerbe fertig mit seinen Fragen. Möchte einer übernehmen den Staffelstab? Ja. Nur eine kurze Frage personell. Was macht Jan Washausen und ist die Wade von Pascal Sohm wieder in Ordnung? Ich würde mit Jan Washausen mal beginnen. Er ist wieder gesund, ja, also er ist schmerzfrei. Er wird heute wieder ganz regulär am Mannschaftstraining teilnehmen, ja, sodass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, auch das wieder unter Vorbehalt. Mal gucken, wie es reagiert dann. Aber es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Jan am Wochenende spielen wird. Und Pascal Sohm hatte jetzt nichts mit der Wade, sondern mit dem Sprunggelenk. Er hat sich so ein bisschen vertreten, hat deswegen eine Trainingseinheit verpasst, hat aber seit gestern Nachmittag dann schon wieder komplett mittrainiert, also gestern Nachmittag, das Ganze war schmerzfrei, sodass wir mehrere Optionen diese Woche sogar noch haben, weil auch Niklas Kastenhofer wieder 100% im Training ist, ja, und aktuell nur Sebastian Mayer ausfällt und Julian Guthau ausfällt und alle anderen eben Optionen sind oder zur Verfügung stehen. Und das ist immer eine gute Situation fürs Trainerteam. Weitere Fragen? Alles geklärt. Ja, Konrad, noch abschließende Fanfrage? Ja, Fanfrage der Woche vom HFC Fanradio. Die erste Niederlage in Zwickau hat natürlich auch im Fanlager so ein bisschen für geteilte Meinungen geführt. Viele haben gesagt, die Mannschaft muss sich noch einspielen. Viele waren auch aber schon dann doch schon ein bisschen traurig, weil die Motivationslage für das erste Spiel besonders hoch war. Und die Frage kam, wie motiviert man nach so einer Auftaktniederlage die Mannschaft? Macht das die Mannschaft selber? Kommt das vom Trainerteam? Wie funktioniert das? Danke.
Bevor ich die Frage beantworte, die Stimmung innerhalb des Fanlagers ist am Ende identisch zu dem in der Mannschaft. Also wir waren auch sehr enttäuscht nach diesem Spiel. Und auch bei uns war diese zweigeteilte Meinung zu sagen, ja, die Mannschaft muss sich erst finden, wir sollten sie jetzt nicht zu sehr verurteilen, bis hin zu eigentlich eine sehr ordentliche Vorbereitung gespielt und die Erwartungshaltung für uns intern auch sehr hochgeschraubt und dann direkt einen Rückschlag einstecken müssen. Aber wir haben da einen Haken dran gemacht. Und das Thema Motivation auf das neue Spiel, beziehungsweise mit Rückblick auf das letzte Wochenende ein Spiel verloren zu haben, beschränkt sich auf sowohl als auch. Ja, das heißt, wir als Trainerteam sind natürlich gefordert, dort der Mannschaft Unterstützung zu geben, ihnen Vertrauen zu schenken, genau solche Sachen eben abzuhaken, dort eher Stärke draus zu ziehen, als das sich zu sehr zu Herzen zu nehmen. Aber auch innerhalb der Mannschaft ist das ganz wichtig, dass die Jungs weiterhin an sich glauben, ja, sich weiterhin im Training unterstützen. Auch das ist ein ganz klarer Punkt von unserer Seite, dass wir jetzt nicht darüber reden sollten, wenn jemand einen Fehler macht, sondern dass es Entscheidende ist, bereit zu sein, Fehler auszumerzen. Ja, und das gilt dann eben auch für ein Spiel insgesamt. Heißt, eine Niederlage passiert, ja, dort fliegt man hin und kriegt mal eine gewischt. Und das Entscheidende wird dann sein, wieder aufzustehen. Ja, und das ist das, was wir als Team tun wollen. Ja, alle gemeinsam wieder aufstehen, die richtige Reaktion zeigen und im perfekt möglichen Fall, ja, auch das ist so ein Stück weit logischerweise nicht kalkulierbar, aber im perfekten Fall das Ganze mit einem Sieg am Wochenende zu vollenden, um gar nicht erst so in so eine Situation zu kommen, noch mehr unzufrieden zu sein. Ja, und das ist unsere Aufgabe, die Jungs sind motiviert, das gerade vor heimischem Publikum eben wieder zu drehen. Dankeschön. Gut, das war es wohl an Fragen. Der Trainer hat vorhin gesagt, jeder hat Aufgaben zu erledigen, dann geben wir euch jetzt eure Aufgabe, bitte noch 2 Tage trommeln, was das Zeug hält, dass das Stadion so voll wie möglich wird. Danke fürs Erscheinen, bis Samstag im Stadion. Tschüss.